Hallöch, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Terratech. So. Oh nein, du sollst nicht dahin, du sollst nicht. Du sollst. Hallo? So. Okay. Gut, was haben wir für Quests? Lege aus einem fliegenden Start eine Entfernung von 300 Meter in 11,5 Sekunden zurück. Fahre durch das erste Tor, um die Herausforderung zu beginnen, und durchfahre das zweite Tor, um sie abzuschließen. Wärme deine Reifen auf. Okay. Das ist ja die nächste Mission. Darum würde ich mal sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg dorthin. Da ist es ja schon. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr schnell. 11,5 Sekunden. Nun gut, ich hoffe mal, wir werden jetzt hier nicht angegriffen. So. Warum haben wir eigentlich keine... GSO-Fahrerblock, frage ich mich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das hier am schlausten machen. Dass wir schnell sind. Nee, machen wir das doch einfach mal so. Die Räder mache ich dran. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie sieht's denn? Ach so, nee. Damit aus. Nein. Jawohl, das hat ja gut geklappt. Oder warte mal, wenn wir die auf... Ach Mann. Was passiert, wenn wir die auf den Kopf tun? Etwas Ähnliches. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. So. Ich muss es eigentlich umso weiter hinten tun, oder? Also irgendwie klappt es nicht. Bums. So, ich möchte mal kurz reparieren hier. Naja. 300 Meter in 11,5 Sekunden. Wie soll man das denn machen? Ist halt ja witzig. Mal angucken. Oder warte mal, das ist gar nicht mehr so weit. Okay, das könnten wir eigentlich schaffen. Ich kümmere mich bloß mal schnell um den Gegner da drüben. Der uns dann in die Quere kommen könnte. So. Da drüben ist auch noch einer. Aber ich hoffe mal, der stört uns nicht. Ach guck mal, das ist auch eine andere Mission. Direkt. Dann können wir die... danach ja auch noch machen. So. So, du, ich brauch dich hier. Wie schaffe ich das denn?
kommen wir den Düsen noch nicht so zurecht. Boah, besonders, warum fährt er so Schlangenlinien? Warte mal, das schaffen wir, glaube ich, auch so. Komm, gib Gas. Boah, es wird knapp. Ja, geschafft. Ja, das ist geschafft. Glückwunsch. Nice. Kraftstoffkapsel. Das finde ich schön. Jawohl, das hat auch gut geklappt. So. Dann können wir eigentlich die hier mal wieder anstecken. So rum ist ja richtig, oder? Ich glaube schon. Gut. Also, verlorene Fracht. Genau, da ist natürlich ein Stein. So, bevor wir uns zur Kiste, um die Kiste kümmern, würde ich die noch schnell gern umhauen. Ach guck mal, der wehrt sich gar nicht. Und der gibt auch schön viel Erfahrung. So, was haben wir da drin? Sehr schön. Weitere Venture-Blöcke. Probiermission abgeschlossen. Ah, wie cool. So, was ist denn das? Das ist eine Lieferkanone, ne? Ja, genau, verankerte Lieferkanone. So, und dann kommen hier gleich die nächsten Blöcke rein. Gut, wir haben hier so einen Kraftstoffkapsel bekommen. Ich würde sagen, bauen wir die einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass wir jetzt mehr den Booster benutzen können. Okay, Kräftekraften 3. Oh ja, wir können jetzt mehr Kraftstoff benutzen. Lädt er sich auch schneller auf? Oder kann man den bloß einfach länger benutzen? Perfekt. Das Zeug können wir ja schön mit Magneten einsammeln.
dann hier ablagern. So, noch 600 Meter. Weg da. Und das hättest du auch noch mit einsaugen können. Sieh mal eine an, noch zwei Schildblasen. Dann bauen wir die doch hier vorne hin. Hallo? Da schwebe ich lieber über die... Nein. Er sagt bloß Kraft, die Mike ist auch wieder auf so einem hohen Berg. Oh nee. Der macht es uns auch immer extra schwer, oder? Der Crafty. So, mit dem Kraftstofftank, das geht es eigentlich. So, Craftiger Kraft 3. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, Kumpel. Ja, da sind wir schon. Du hast meine Nachricht gekriegt. Natürlich. Also, ich war gerade unterwegs zu einem wichtigen Meeting und ahnte nichts Böses, als plötzlich eine Gruppe nerviger Banditen aus dem Nichts angriff. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Keine Sorge, Kumpel. Ich bin nochmal davon gekommen. Aber einer meiner Booster wurde beschädigt und ist abgefallen. Zum Glück bin ich neben dieser ungenutzten, funktionsfähigen Basis gelandet. Schicksal. Könntest du mir einen Ersatzbooster bauen, Kumpel, wenn du Zeit hast? Na klar. Also, Valen GSO Booster. So, was brauchen wir dafür? Sieht aus, als bräuchten wir mehr Komponenten für diesen Booster. Wie war das? Was sind Komponenten, fragst du? Komponenten sind mechanische Teile, die aus verschiedenen raffinierten Rohstoffen bestehen. Sie werden für hochklassige Blöcke verwendet. Komponenten werden mit einer Komponentenfabrik hergestellt. Zum Glück hat die Basis schon eine. Rechtsklick, die Komponentenfabrik und sieh nach, was sie herstellen kann. Der Booster benötigt Faserplattierung. Stellen wir welchen her? Herstellen. Schupp. Die Komponentenfabrik wird mit den Rohstoffen aus dem Siligetz Faserplattierung herstellen. Im Silo war schon was. So. Und hier kommt deine Faserplattierung. Alles ganz einfach. Schauen wir mal, ob du herausfindest, wie man den Booster mit dieser Basis herstellt. Kleiner Tipp, du brauchst mehr Rohstoffe. Oh je. Okay. So, die haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir noch eine Einspritzdüse. Hier. Kann ich sagen, dass ich die zweimal will? Nö. Olastikziegel brauchen wir. Und die haben wir nicht. Aber die wird es hier irgendwo geben, oder? Schau dir das Booster-Rezept im Fabrikator-Menü an und finde heraus, was du brauchst. Ja, das weiß ich ja. Das habe ich ja geguckt. Hier. Aber hat der jetzt... Ach nee, die eine Dings ist jetzt hier zum Dings-Silo gegangen. Okay, zum Sortiersilo. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt hier noch viermal Elastikziegel. Genau, Bus braucht meistens eine Art Kraftstoffspritzen. Ja, das weiß ich doch. Wo
soll ich diese Ziegel herbekommen? Warte, Olastik? Das war doch... Okay, ich warte hier auf dich. War das nicht in so einer Ader drin? Ich glaube nämlich schon. Was haben wir denn hier für eine Ader? Ignitscherbe. Aber ich glaube, das war auch in der Wüste, gell? Ich glaube schon. So, kümmern wir uns erstmal um den Kollegen hier. Aber das ist überall das Zeug drin. Okay, also müssen wir uns auf die Suche nach so einem... nach so einer Ader machen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Olight Gelee, das brauchen wir. Das haben wir doch durch so eine Ader bekommen. Glaube ich jetzt mal. Okay, ich warte hier auf dich. Ja, dann kannst du ja lange warten. Das ganze Zeug brauche ich nicht. Gut. Vielleicht müssen wir das einfach auf später verschieben, wenn wir dann sowas haben. So, die ganzen anderen Missionen sind jetzt natürlich mega weit weg, ne? Okay, bewegen wir uns mal einfach zur Abschussstelle. Tschüss. Sehen uns. Warte mal, warum habe ich eigentlich hier keine... Ich könnte auch hier nochmal zwei Riesenmagnete dran bauen. So. Nun gut, aber ich sehe die Folge schon wieder vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. So, ich möchte mich noch schnell verankern. Hallo? Will er nicht. Naja. Da drüben ist eine Lieferkiste. Mal sehen, was drin ist.
Ja, ich würde ja gern. Hallo? Nein. Jetzt geht's. Okay, dann sehen wir eben in der nächsten Folge, was drin ist. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.